Hast du noch Bock? Null. Aber mal gucken, ob die Post-its... Oh Mann, die ganze Zeit fliegen hier Post-its ab, Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da fliegt... Oh mein Gott, da fliegen gerade so viele Zettel ab. Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella hinter der Maurice-Kamera. Was geht, Leute? Und wir werden heute diesen fetten Van-Crew hier, unseren Bus, einmal in Post-its einhüllen. Wir haben das Ganze schon einmal zu Hause gemacht mit einem kleinen Auto, das war schon Auftrag. Aber diesmal, diese Fläche ist überdimensional viel größer als der andere. Und wir werden das heute richtig gut rocken, oder? Du wirst das heute richtig gut rocken. Ich glaube, wir machen das zusammen, Reed. Hey, du hast gesagt, du machst alleine. Nun, das Ding ist aber, dass du am Ende noch bei einer Challenge Geld gewinnen kannst. Aber auch nur, wenn du hilfst, weißt du? Denn du startest am Ende mit 250 Euro auf deinem Konto und dann musst du mit dem Van, mit dem Post-its, ein Parcours abfahren und je nachdem, welcher Post-it abfällt, mit welcher Farbe, wird dir Geld von deinem Betrag abgezogen und am Ende bleibt vielleicht noch was übrig. Okay. Wollen wir erstmal Post-its kaufen gehen? Ja. Let's go! Wir sind jetzt hier an der Hauptstraße von Gordon, ein Stadtteil von Sydney und da ist ein Einkaufscenter. Das sieht richtig nach Spaß aus, oder? Sieht ganz schön alt aus. Mega und so richtig ungemütlich, aber das Einzige, was wir brauchen, sind Post-its, deswegen checken wir das mal aus. Wir sind gerade aus Versehen in einem Bettenladen gelandet, Maurice. Ich hatte eigentlich echt schon mal wieder richtig Bock auf so ein normales Bett, ne? Wir schlafen jeden Abend im normalen Bett, aber nee. Egal. Oh, Alter, das wäre so... Nimm mal deinen Schmutzkörper da raus. Hä, was willst du von mir, Maurice? Ich bin sauber, schön, fresh, fresh, fresh. Wir bemerken gerade, dass wir unnormal viele, viele, viele Post-its brauchen. Wir haben letztes Mal ja schon 4000 gebraucht und wir brauchen mindestens, glaube ich, doppelt so viel dieses Mal bei der Größe des Vans. Jetzt dachten wir so, Alter, guck mal, Maurice! Wir haben gespart und es kostet nur noch 10 Dollar. Und dann habe ich das sneaky drunter geguckt und das hat vorher auch 10 Dollar gekostet. Dieses Schild bringt nichts. Aber 10 Dollar ist schon ganz schön viel, ne? Wir brauchen nämlich ganz schön viele von diesen Kack-Post-its. Wollen wir nochmal woanders hin? Ja, aber ich glaube nicht, dass es günstiger wird. Nein, wir brauchen so ein Euro-Shop. In diesem Laden war es eindeutig zu wenig. Deswegen machen wir uns auf die Suche nach anderen Post-its in anderen Geschäften. Chillig, okay, let's go. Okay, Kim, ich finde, es wird mal wieder Zeit für eine Runde. So, hinter dir steht der echte, der einzig wahre Weihnachtsmann. Das ist das Christkind. Achso, wenn ich du wäre, würde ich fragen, ob ich ein Geschenk bekomme. A Merry Christmas. Thank Can you. I get a present? Would you like a candy cane? Yes. Have you been good? Yes, of course. Die war mega nett. Wieso warst du gut? Ich so, ey, Bruder, ja, normal. Das war ja keine schwere Aufgabe. Das war echt... Dir so oder so geschenkt. Ja, wirklich. Wenn ich du wäre, würde ich sagen, dass du nicht brav warst und das nicht verdient hast. Yes, I need to give it back to you because I was alive. Oh, I can't do it. I was very bad. Wenn ich du wäre, würde ich sagen, ach, eigentlich bin ich heute doch ganz nett. Ich hätte doch gern eins. Ich hasse dich. Wenn ich du wäre, würde ich Maurice. Das machen. Oh, ich hasse dich so. Können wir bitte, bitte, bitte danach gehen? Wenn ich du wäre, würde ich mir eine Zuckerstange holen. Weihnachtsmann? Are you sure you yes, can do it? Sure. Merry Christmas. Thank you, bye. Wenn ich du wäre, Kim. Okay, weg ist sie. Du kannst dich aber auch nicht entscheiden, ob du gut oder böse bist, oder? Bei mir ist das immer so, diese eine Seite möchte dich zum Beispiel zusammenschlagen und die andere denkt sich, nee, er ist ja eigentlich manchmal ganz nett, weißt du. Denkst du, ich bin schizophren? Manchmal denke ich das echt. Ich auch. Du redest auch mit dir selber. Naja, normal, wenn du nicht mit mir redest. Wir befinden uns in keiner unangenehmen Situation mehr, sondern im Bus und machen uns jetzt gerade auf den Weg zu Target. Wir spekulieren jetzt einfach nur mal darauf, dass es da diese Post-its gibt. Drücken wir die Daumen dafür und hoffen, dass es die gibt. Und dann essen wir gleich erstmal auch noch was, weil bevor ich alleine diesen Bus vollkleben muss, hat Maurice schon sehr klar und direkt mir eben ins Gesicht gesagt, dass ich das tun werde. Nein, ich habe gesagt, ich mache das nicht mit und Kim hat gesagt, ja, ich mache das alleine, kein Problem. Ja, ich dachte aber... seit Anfang des Videos muss ich es auf einmal doch wieder mitmachen. Ja, nochmal, ich dachte auch, du hilfst mir. Dann bin ich bei 34 Grad drin und klebe den Bus voll ein bisschen um. Deswegen erstmal auf ins andere Einkaufszentrum und bis gleich. So, Kim, ich gebe dich dann hier ab, ne, und dann hole ich dich gleich. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall 30 Minuten gefahren, also sind jetzt noch weiter im Nichts sozusagen. Also wir sind schon weit von der Stadt weg, aber jetzt sind wir noch mal eine halbe Stunde weiter von der Stadt weg. Und wehe, das gibt's jetzt hier nicht, Kim. Ey, es sieht richtig schlecht aus gerade, ne? Wir haben sie gefunden, allerdings sind sie doch teurer als erwartet. Wir dachten, die kosten hier so 1 Dollar oder so, aber die kosten immer noch 3. Wenn man so 30 Pakete kaufen will, dann sind das schon 90 Dollar, oder? Das ist ganz schön viel. Deswegen, wir nehmen jetzt erstmal 10 Pakete. Und noch ein paar von den Kleinen. Noch ein paar von den Kleinen. Denkst du, das reicht? Weiß nicht, aber diesmal müssen wir das Dach nicht machen. Oder kommen wir ja gar nicht dran. Ja gut, das wird schon irgendwie reichen. Also noch so ein grünes hier, ja? Nimm mal noch 5 kleine mit. Wer muss bezahlen? Ach du heilige Sch... 46 Dollar. Aber ist immer noch günstiger als zu lackieren. Wir lassen das einfach dran. Wir lassen das dran. So, 46 Dollar dafür, dass du dir jetzt den größten Auftrag überhaupt machst. Aber es wird, glaube ich, mega cool aussehen. Wollen wir erstmal was tun? Ja. Wir sind jetzt hier etwas tun gegangen und zwar sind wir an der Sushi-Achterbahn. Wir haben hier gerade was richtig Crazyes entdeckt. Pinke und gelbe Rollen. Welche Farbe möchtest du? Egal. Das ist einfach wie SpongeBob und Patrick. Also ich habe keine Ahnung, was das ist, aber...
glaube, eine Rolle mit Kartoffelbrei drin. Geil. Guten Boden. So, Friendos, wir sind wieder back am Stilsee hier auf dem Campingplatz. Als wir einen Tag eine Runde Sachen gegessen haben, waren wir genau auch hier. Und hier gibt es halt wenigstens Duschen und fließend Wasser. Und deswegen sind wir hier. Und wir müssen auch einfach mal wirklich alle unsere Powerbanks aufladen, weil letztes Mal waren wir schon hier, um das zu machen. Und wisst ihr, was wir vergessen haben? Richtig, unsere Powerbanks aufzuladen. Wer ist schlau? Kim ist schlau. Wer ist schlau? Maurice ist schlau. Also ich hab's nicht vergessen. Wir haben die ganze Zeit Basketball gespielt und voll die Körbe geworfen und so. Mach und jetzt, Kim. Du redest voll um den heißen Brei rum. Ja, ich hab keinen Bock anzufangen. War doch deine Idee. Du wolltest es unbedingt machen. Also irgendwie scheint mir die Fläche jetzt doch ganz schön groß zu sein. Ja, aber du hilfst mir ja. Nein. Maurice! Du hast noch 4 Stunden, also beeil dich. So, ab jetzt gibt's keine Ausreden mehr, ne? Was für Ausreden? Du hast 3,5 Stunden noch Zeit. Warum 3,5 Stunden nur? Dann wird's dunkel. Ach du heilige Kacke. Okay, ich werde das jetzt richtig in Powerspeed machen und dann hilfst du mir. Bitte, Maurice. Ich schaff das sonst nicht alleine. Vielleicht irgendwann. Vielleicht irgendwann. Also geht's jetzt los? Stoppst du die Zeit oder was? Nein. So, es ist jetzt 16.21 Uhr und um 20 Uhr wird's dunkel. Okay, das schaffe ich. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. So, viel Spaß. Aua! So, 8 Minuten und eine Tür hast du. Hä, das ist doch voll die gute Bilanz, oder? Ja, naja, wenn man sich die Tür und die andere Seite noch anguckt und vorne und hinten. Und ich brauche noch ein cooles Muster. Hast du noch Bock? Null. Aber mal gucken, ob die Post-its... Oh Mann, die ganze Zeit fliegen hier Post-its ab, Mann! Falls ihr wertschätzt, wie viel Mühe wir da reinstecken, dann hinterlasst einfach ein Abo und ein Like. Dann pusht das wieder ein bisschen unsere Energie. Also macht keinen Spaß. Kannst du mir bitte einfach helfen, Maurice? Ich muss erstmal die Wäsche waschen. Ich kann die Wäsche auch waschen. Nee, du musst das hier machen. Kannst du mir bitte was zu trinken bringen? Das ist ganz schön anstrengend. So sieht's bisher aus. Mein Leben. Also schon ganz cool, aber noch nicht viel geschafft. Also ich hätte nicht gedacht, dass diese Fläche mich so beansprucht. Oh mein Gott, es war eben noch mal eine Windböenstorm, ne? Von 300 km/h pro Stunde ist der Wind auf die Post-its draufgeweht und dann sind alle wieder abgeweht. Ja, die hier kleben auch nicht, also weil da so viele Fliegen und so sind, kleben die halt nicht stabil drauf. Ich habe eben sogar noch mal den Bus abgewaschen. Den Bus mit meiner Hand so gewaschen. Also hier sieht es jetzt so aus. Ja, die Seite müssen wir auch noch komplett. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Es wird echt knapp mit den Post-its, ne? Ja, man, es soll auch fresh aussehen. Aber naja, es wird. Ich zeig das jetzt noch nicht, wie es aussieht. Ihr könnt aufs Ergebnis gespannt sein. Okay, Leute, nach stundenlanger Arbeit mal wieder sind wir zu einem Endergebnis gekommen. Und wir sind sehr stolz, euch das präsentieren zu können. Es ist jetzt 19 Uhr. Genau, 19 Uhr, ne? Ja. Ihr wollt ja bestimmt den Bus sehen, oder? Wollt ihr ja gar nicht, oder? Spaß! Dann brauche ich einmal einen Trommelwirbel kurz. Yeah, oh mein Gott, der Fresh. Ist cool? Und nochmal. Das Ganze geht natürlich auch noch hier weiter. All the way up. Und natürlich auch noch hier weiter. So, und ich finde, das ist also... Ja, reicht das? Das Ding ist, Leute, wir hatten einfach nicht genug Post-its und wir haben schon so $50 oder so ausgegeben, ne? Aber hierfür hat es einfach nicht mehr gereicht. Es tut uns wirklich leid, aber wir können ja jetzt nicht wieder zurück zu Target fahren, weil das mindestens eine Stunde entfernt ist und dann ja alle Post-its wieder abfliegen. Wisst ihr, was wir meinen? Außerdem ist es auch bald dunkel. Also es tut uns echt leid. Ja. Wir hätten es echt durchgezogen. Normal. Ihr kennt uns. Leider aus technischen Gründen konnte dieser Fehler nicht mehr behoben werden. So, kann ich jetzt meine Challenge spielen? Ja, normal. Okay, Maurice, deine Challenge ist wie folgt. Nein, du fängst mit 250 Euro an. Wenn dir ein grüner abfällt, verlierst du 10 Euro. Oha, was? Was ist das denn? Dafür zählen die orangenen ja nur 5 Euro. Ey, was? Und ey, da bleibt ja nichts über. Und diese gelben nur 1 Euro. Okay, ja, gut. Genau. Dein Parcours ist eigentlich relativ easy. Ist hier, der ist schon abgefallen, ne? Das war ich nicht. Na gut. Also, du musst einfach eine Runde um den Campingplatz fahren. Eigentlich relativ unspektakulär, aber mit so viel Speed wie geht. Hier sind zwar nur 5 km/h erlaubt. Über das Schild hänge ich einfach mal kurz ein paar Post-its, dann sieht man ja nicht mehr, wie viel km/h man fahren darf. Deswegen, wir haben keine Post-its mehr. Ja. Die nächsten 5 Euro sind... Ey, das zählt nicht. Kim. Wie? Spaß? Nein, erst wenn du fährst. Ja, mach mal nicht so viel. Die fliegen jetzt schon alle ab, Kim. Hä, viel Spaß bei deiner Challenge. Jetzt muss ich die ganze Zeit hinterherrennen und die Zettel sammeln, ne? Okay, Maurice macht jetzt einfach einmal hier so eine Runde rum, weil sonst kann ich nicht sehen, welche Post-its abfallen und welche nicht. Ey, ich bin gespannt, wie viele jetzt wirklich abfliegen. Okay, die zählen jetzt hier nicht. Okay, oha, okay. Da ist schon mal ein grüner abgefallen. Oh Gott, da fliegt... Oh mein Gott, es fliegen gerade so viele Zettel ab. Hallo, kannst du mal Gas geben? Wow, tschüss, die flattern ja richtig rum. Das waren auf jeden Fall die Runden, ne? Maurice kann wieder einparken und wir suchen gleich die Zettel. Sehr na, gut. Wie war ich? Sehr gut warst du, aber es sind auf jeden Fall ein paar abgeflogen. Wir gehen das ganze Stück jetzt hier gründlich ab, ne? Damit hier erstens natürlich kein Papier rumliegt und zweitens auch viel von deinem Geld abgezogen wird. Ja, Mann, hier sind zwei Orangene.
Und da vorne ist viel abgeflogen. Was haben wir denn hier? Einen veganen Zettel. Ey, nein, oh, Mann. Oh, shit. Scheiße. Alter, wie viel waren die Orangenen? Oh, Orangen war fünf. Oh, schöne nein. Orangene Reihe. Und da hinten auch. Oh nein, Mann. Alter. Leute, guck mal bitte, wie dreckig wir hier geworden sind. Ja, aber es sind voll viele dran geblieben, ne? Vom Wind sind viel mehr abgeflogen. Ja. Aber ich da hinten einfach noch einen grünen. Wo denn? Oh nein. Ey, das könnte echt knapp werden, ne? Aber ja. Ich könnte noch was vielleicht überhaben. Vielleicht habe ich wenigstens das Geld noch drin, wofür. Wofür du die Post-its neu gekauft hast, genau. Ja, Mann. Also ich liebe dieses Spiel, muss ich sagen. Es ist richtig spannend. Ich fange erstmal mit den Orangen an, weil die nicht so schlimm sind. 20, 25, 30, 40, 45, 60, 70, 75, 80, 94, 100, 105, 110. Jetzt kommen die Grünen, ne? 110, 120. 130, 140, 150, 160, 170, 180, 185 minus. Yeah, das heißt aber, ich habe noch Gewinn gemacht. Ich habe noch so 20 Euro oder so gewonnen. Vielen Dank. Gerne. Wann kriege ich das Geld? Wenn mein Kreditkartenlimit wieder erhöht wird. Ja, danke, Alter. Okay, Leute, wir haben gerade jeden einzelnen Post-it wieder mit unseren einzelnen Finger so abgemacht. Und jetzt ist es vollbracht, der Bus sieht wieder scheiße aus. Wir müssen ihn unbedingt graffitieren lassen. Graffitieren? Ja. Ja, Mann, für graffitieren wäre ich auch. Aber wir haben bisher noch keinen gefunden, leider. Der uns das machen will? Nee, wir werden schon irgendwas finden. Wir machen uns mal Gedanken. Und falls ihr auch Bock habt, dann schreibt auf jeden Fall mal Hashtag Color in die Kommentare. Und das war's auch mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es war so eine kleine Mischung zwischen Vlog und Challenge. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Also bis dahin, abonniert immer schön den Channel. Folgt uns auf Instagram. Und morgen kommt natürlich auch wieder ein Video auf Maurice Channel online. 13:45 Uhr. Seid am Start. Aber das seht ihr morgen auch nochmal in unserem Video. Yeah.